Ich nominiere für diese Challenge den Mitch. Lass dir doch mal ins DVD- und Blu-ray-Regal greifen. Wer ist für Supernatural? Ja, aber das ist entschieden. Muss es jetzt die vierte Staffel sein? 2018. Nein. Nein. Also bei mir zumindest nicht. Nein. Sag mal schon vorher. 2008. Das denn wir spielen in der vierten Staffel quasi. Die ich nicht kenne. So wie alle anderen Staffeln auch. Und zwar befinden wir uns in New Jersey. Ihr seid vielleicht einer Nachricht gefolgt, einem Anruf, einem Brief. Ihr trefft euch in der Circle Motor Lodge, ein Motel etwas außerhalb von New Jersey City. Vielleicht nicht das Ziel von jedem, vielleicht aber auch das Ziel von manchen, weiß man nicht. Welche Tageszeit ist es denn? Nachmittag. Jetzt musste ich schon so früh aufstehen, ey. Lange dauert denn so ein Inlandsflug? Dauert ein paar Stunden. Ich bin mit dem Auto rübergefahren. Ich auch. Also, ja, rübergefahren. Ich musste also mit dem Flugzeug. Hingefahren. Das Motel hat doch wahrscheinlich auch da vorne so einen kleinen Parkfläche. Ja, typisch. Genau. Die Parkflächen sind davor. Ja. Diese Parkfläche komme ich mit meinem schwarzen Mustang erstmal raufgefahren. Und wo sollte man sich denn da treffen? Und Parke. Laut Nachricht. Man sollte nach Grant fragen. Nach wem? Nach Grant. Also quasi bei der Anmeldung. Ja, bei der Anmeldung. Von außen sieht es jetzt ganz okay aus, ne? Aber auch nichts Besonderes auf jeden Fall. Also nichts. Okay, denke ich mir trotzdem. Unbedingt jemand mit Geld oder was auch immer übernachten wollen würde. Ja, genau das denke ich mir gerade. Genau das kommt mir durch den Sinn. Gucke ich mir das an. Dann gehe ich einfach mal, gucke ich mir die Anmeldung aus und dann gehe ich da rein. Ja, gehst du rein, steht ein kleiner Typ hinter der Bar, hinter dem Tresen, der macht mit da irgendwas. So Fliegenkopf. Link. Ganz normaler, schmächtiger Bub, kurze Haare, unspektakuläre Frisur, also irgendwie so. Okay. So ein Anybody-Typ halt. Wie jeder andere auch da. Ja, und dann sage ich, ja, hi. Ich suche hier einen Grant. Dann legt er dir einen Schlüssel hin. Eine Zimmernummer 6. Guck ich mir genau an, ist der Schlüssel irgendwie schleimig oder irgendwie. Der Schlüssel sieht ganz normal aus. Mhm. Okay. Nicht großartig schlagen. Tuch. Ja, irgendwelche Besonderheiten? Nein. Dann nehme ich den Schlüssel und gehe wieder raus und sag Servus. Na, tschüss. Dann atme ich einmal durch, hoffe, dass ich keine Tetanusspritze brauche in einer Stunde und steck einmal den Schlüssel ins Loch. Normales Motelzimmer mit zwei Betten. Mhm. Hinten so ein Bad, so ein sporadisches, ziemlich angepegt alles. Also nichts, wo du gerne hingehen würdest wahrscheinlich. Mhm. Kühlschränkchen, gibt's da sowas wie eine Minibar? Oder ja, so? Gibt's da auch. Da mache ich mal auf, gucke ich rein. Ja, ein paar Getränke stehen drin, ein paar Gedöns, Snickers und so liegt da rum. Also sieht unbenutzt aus wie fertig zum Beziehen. Sieht wenn man aus da wie jetzt rein hier. Na, oh, wollen die mich verarschen, ey. Ja, dann nehme ich mein Telefon raus. Das ist jetzt, glaube ich, auch egal, welches. Oh, haben wir mehrere, ja. Oh Gott. Ja, dann gucke ich mir nochmal, scroll ich nochmal durch die Nachrichten, die ich mit der Person geschrieben habe. Über E-Mail, sage ich jetzt mal. Eine Person, die mich etwas genervt hat damit. Na, und guck nochmal und schau, ob ich hier überhaupt richtig bin. So. Währenddessen komme ich halt rein. Also, du hörst den Schlüssel an. Ja, ne? Werd natürlich sofort erschrocken, bleib sofort stehen. Gucke zur Tür. Denn sie grinst mich mit. Nein. Also, du siehst jetzt eine Frau, ne? Könnte ja auch ein Deckname sein. Das könnte auch sein, ja. Nee, du siehst jetzt eine Frau, ne? Du würdest schätzen, auf jeden Fall. Also, Make-up Anfang 20 kann man, glaube ich, dann schätzen. Nach, wie erkläre ich denn das jetzt, nach westlichen Schönheitsidealen super hübsch,
ne, relativ klein und schmal, also fast schon so modelmäßig. Gestuft geschnittenes, dunkelbraunes Haar mit ein paar roten und lila und helllila, dunkelroten und helllila Highlights. Und wenn du, wie ich mir das so gedacht habe, die Schauspielerin Sarah Hyland kennst, dann könntest du sie in etwa, weißt du wahrscheinlich nicht, wer sie ist. Also auch dementsprechend die Klamotten, jetzt nicht unbedingt Minirock, aber halt modern, ne? Eng alles so, ne? Und weißt schon, ne? Ja, weiter. Musst du raus? Musst du echt mal raus oder so? Brauchst du eine Pause oder eine Zigarette? Weiß ja nicht. Danach. Er ist schon fertig. Ja. Ja, siehst du dann halt mit meinem Telefon und großen Augen. Und wenn du großen jetzt, Augen. Ja, also, weil ich jetzt gucke, dass da jemand reinkommt, ne? Großen Augen. Ja. Großen Augen, gut. Genau. Und ich sehe, was? Du siehst einen Typen, westlicher Standard auch gut aussehend. Westlicher Standard ist gut aussehend, also. Ja, muss man ja. Das habe ich noch nicht gemerkt. Dunkles, kurzes Haar, helle Haut, um die 30. Ja, es ist eine Weiße übrigens auch. Wir sind in den USA, da muss man ja auch immer dazu sagen. Okay. Ne? Weiße mit Solarium-Tar. Mhm. Ne? Oder so. Selbstbräuner. Er hat sich da echt Gedanken drum gemacht, ne? Das muss man ja lassen. Dunkle Klamotten, ne? Trenchcoat, ne? Und ein bisschen so ein düsterer, ich versuch, welch, starrender Blick, aber auch ein leerer Blick. Welches Alter schätze ich ab? Um die 30, zwischen 30 und 35. Okay. Ne? Geistige Notiz, völlig uninteressant als Kerl. So. Gleich ins Handy getippt, ja. Steht nur auf groß, schwarz, lang. Unter Umständen, ey. Auf Grät. Oder steht auf Frauen. Das habe ich gar nicht. Steht auf Frauen. Wenn ich nicht wirklich, steht auf Frauen. Ja, aber klar. Muss eine Lesbe sein. Muss ist klar. Natürlich, ne? Muss eine Lesbe sein. Geistige Notiz, heiß. Nee. Ah. Mehr brauche ich nicht schreiben. Jawohl. So. Na, und du suchst den hier auch? Ja. Wurde Ihnen auch der Schlüssel Nummer 6 gegeben oder sind Sie hier falsch? Nee, ich soll hier warten auf genau den Typen. Gut, ich seh die beiden Betten, ne? Stehen, du ne? Siehst beide Betten. Soll ich später reingucken? Nicht, was ihr schon wieder denkt. Sind Massagebetten übrigens, also das. Stehen die eng nebeneinander oder? Ist das? Nee, die stehen gegenüber. Das reicht, das meins. Und hau mich gleich erstmal hin. Einfach nur so. Ich guck super angewidert an, hab gesagt, viel Spaß. Ich hab nicht vor, hier eine Sekunde länger zu bleiben, als ich hier sein muss. Ja, während er sich übrigens hinhaut, fliegt die Bettdecke so ein bisschen hoch und du siehst die ganzen Flecken darunter. Ach. Ja. Ja, aber ich verschränke meine Arme, stell ein Bein halt auf und mach die Augen zu und warte halt. Chill ein bisschen. Warte, dass es losgeht. So, jetzt. Du kannst anfangen. Ganz kurz. Jetzt gucke ich ja, jetzt bin ich ja gerade in meinen E-Mails, ne? Dann möchte ich ihm jetzt aber diese Frage stellen, wartet und wartet, ob er auch von demselben Typen, Punkt, 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 wer auch immer das ist, wir wissen es ja auch noch nicht jetzt, ob er auch von dem Bobby kontaktiert wurde. Bobby heißt er. Ja, das kann man so sagen. Ja. Wurdest du auch von einem Bobby kontaktiert? Ich öffne nur das rechte Auge und ziehe eine Augenbraue hoch. Ja. Okay. Wie heißt denn du? Tracy. Ich bin Elijah. Ich mache mal Augen wieder zu und chill noch ein bisschen. Ja, danke für die Info. Ich komme rein. Ich mach die Tür hinter mir zu. Ja, ich guck natürlich. Jetzt nehme ich ihm die Frage vorweg. Grant? Nein, ich wollte auch gerade fragen. Ihr seht, oder? Schwarze Haare, weiße Haut, halt Goss, ne, so ein bisschen. Trainiert. Eine Frau. Ist eine Frau. Ist dabei, habe ich immer mit. Ein Plüschtier? Du hast jetzt im Spiel diesen Teddybär dabei, genauso wie er hier steht. Aber als Plüschtier. Richtig. Okay. Ich habe ihn dabei. Schade. Als kleines Mutantenhamster-Viech oder so. Ey. Nein. Oder so ein du hältst ihm den Mund zu. so ein Koala einfach in so eine Jacke gesteckt. Genau, der überhaupt nicht weiß, wo er ist, so betäubt. Habe ich mitgenommen. Okay. Ja. Wie alt schätze ich dich? Ihr schätzt mich so Mitte 30. Und du läufst gothmäßig rum. Ja. Oh. Altenheim. Schlag einfach zu. Einmal ausholen. Und ihr seid? Tracy. Nicht interessiert. Oh, wie unhöflich. Ah, oh. Ist da auch ein Tisch mit Stühle? So? Ja, da steht zwar ein Tischchen und ein Stuhl. Nur ihn. Aber ja, mehr nicht. Fleht sich mich rauf. Ja, ich stehe an der Wand. Ich belehne mich nicht an die Wand. Schon wieder ein ganz komisches Gefühl, dass das hier eine echt komische Situation gleich wird. Wie schon wieder? Ah.
Machst du sowas öfter, dass du dich mit irgendwelchen fremden Leuten in Motelzimmern triffst? Nein, aber meistens läuft es darauf hinaus und das gefällt mir meistens nicht. Das, was du tust, läuft darauf hinaus, dass du dich mit fremden Leuten in Motelzimmern triffst. Danke. Von denen du nicht weißt, wer sie sind vorher. Denk dir deinen Teil. Ja, ist schon passiert, ey. Hat ja auch keine Berührungsängste, ne? Gleich rauf aufs Bett. Du kommst auch rein. Ganz kurz bevor, wie heißt du? Elijah. Weiter? Muss dich nicht interessieren. Und du heißt wie nochmal? Rakel Engström. Was? Ja, ich stecke auch den Schlüssel rein. Komm rein. Mein Blick geht auch sofort zur Tür. Ja, in der Zeit tausche ich meine Telefone. Tippe das mal ein. Foto. Gleich Hintergrund durchleuchtet alles. Ja. Fingerabdrücke. Nee, ja, ich google das mal. Ich glaube, ich weiß, wie man das schreibt auch. Weil ich gehe nicht davon aus, jetzt in meinem Kopf, ne, dass 2008 irgendwelche 30-Jährigen bei Facebook oder MySpace sind. Ey. Na, einer von euch, Grant? Nein. Und die nächste. Nein. Okay. Und wir sehen? Ach so, Mitte 30, lange braune Haare, weiße. Was du siehst, Frau? Hast du gefragt. Ja, eine Frau, ja. So ein Kleidungsstil mäßig? Jeans, Stiefel, T-Shirt. Schlaghose. Shirt. Schlaghose. Brille. Ja. Mikrofon an der Beine. Nein. Handtäschchen. Ja. Nein. Echt jetzt? Nein. Okay. Ja, ich habe so eins dabei, ne, falls das wahrscheinlich noch. Ne, so. Farbe? Rosa. Oh, irgendwas Ledriges mit Steinchen. Glitzersteinchen. Ja. Passend zu den Nägeln wahrscheinlich. Unter Umständen, ja. Ich nehme meine Füße runter, biete dir an, dass sie auf dem Tisch sitzen kann. Gnädig. Ich möchte mich hier nirgendwo hinsetzen, auch du? Nicht anlehnen. Okay. Julia. Julia oder? Du hast Julia. Julia. Ja. Rakel. International hier. Ja. Bist du auch von Bobby hergeschickt worden? Ja, vielleicht sollten wir den mal anrufen. Ich stehe auf und will aus dem Zimmer wieder gehen. Weg und spiele Tetris. Snake. Irgendwas, was man Snake. Auf Smartphones gespielt hat vor 10 Jahren. Ich will zur Rezeption gehen. Steht da immer noch dieser Leslo? Laszlo? Ja oder nein? Steht er da noch? Ist er noch da? Sehe ich ihn? Reden Sie mit mir? Hey. Laszlo, da sind noch 3 andere jetzt in demselben Zimmer gelandet, die auch nach Köln. Woher wissen Sie, wie ich heiße? Ich habe Ihnen noch gar nicht meinen Namen gesagt. Ja, doch. An deinem Namen stellt sich das. Ach so. Wie kommt das da hin? Okay. Sag mal, hat sich dieser Grant inzwischen gemeldet? Hat er irgendeine Nachricht geschickt? Nein. Gar nichts? Nein. Und du sollst uns nur Schlüssel aushändigen? Ja. Hat er gesagt, wann er kommt? Wann Nein. Welche Uhrzeit? Nein. Nein. Er hat mir $200 da gelassen und hat gesagt, hier, mach das so. Habe ich gemacht. Fertig. In der Zeit, wo er mit ihm diskutiert? Passiert das hier öfter? Meistens dienstags. Was haben wir heute? Mittwoch. Ich weiß nicht, seitdem ich immer kiffe, kriege ich keins mehr mit. Ja, gut. Also während er mit Leslie Spielchen macht. Leslie. Mit Lassie. Mach mir den Colli. Sag ich zu Julia, gute Idee, mit Bobby anrufen. Geil, ey. Ich gehe nochmal nach draußen und schaue mich auf dem Parkplatz um, ob irgendwelche Personen jetzt aufs Gelände kommen und sich dem Hotel nähern. Ja, es kommt so ein etwas älterer Truck, also so ein mit Ladefläche hinten, ein bisschen schäbig, ein bisschen am Rauchen, fährt da drauf, steigt so eine ältere Person aus, ein bisschen so, vielleicht 55 oder 50, so. Sieht ein bisschen dreckig aus, Schirmmütze, Bart. Bobby. Und schlendert da so ein bisschen durch die Gegend, Richtung des Motelzimmers. Also er geht schon rein direkt? Er geht in die Richtung. Aber wir kennen ihn doch alle, ne? Den Bobby. Ihr seid ja noch drin, ihr habt das noch gar nicht. Nein, aber wir kennen den von vorher, von anderen Fällen oder so. Nein, also vielleicht hast du ihn schon mal angerufen, wer weiß. Also wenn dann nur telefonisch mit ihm Kontakt. Ja, eine Telefonnummer hast du. Ich gehe auf jeden Fall mal hinterher, weil ich hören will, falls er sich anmeldet, ob mit welchem Namen er sich meldet, weil einen Fremden einfach so anzusprechen. Er geht nicht zur Anmeldung, er geht direkt Richtung Zimmer 6. Da kommt mir suspekt vor, gehe ich hinterher. Er ist wahrscheinlich eher drin, als er da ist. Natürlich. Selbstverständlich. Ich überhole noch schnell. Oder? Haha! Bringst noch so erster. Durchs Badezimmerfenster, quetsche dich rein. Und wir hören so rumpeln. Er betritt das Zimmer mit einem Schlüssel, denn die Türen gehen, wenn sie zu sind, dann gehen sie nicht mehr auf. Ne? Man muss sie immer aufschließen. Jetzt kenne ich diesen Bobby ja nur von E-Mail. Du kennst ihn nur von E-Mail. Verkehr. Du würdest so. Ihn also ja. Mit Teenagern spielen ist ja, schwer. Ich denke mir jetzt einfach, das ist der nächste Kasper.
der hier hingelockt wird, ne? Mit Zimmer Nummer 6. Ich gehe aber direkt hinter ihm mit rein. Es ist Bobby aber. Und wie schaut er aus? Er sieht halt aus eher wie so ein, ja, man würde sagen Trucker vielleicht, ne? So ein bisschen, als wenn er halt ziemlich lange irgendwo sitzt. Und ein bisschen Bauchansatz hat er und etwas, ne, eher so ein bisschen runtergekommen vielleicht. Mhm. Ich stehe dann auf und sage, Bobby, und sage, also normal Hallo zu ihm. Ich reagiere sofort. Und sage, ne, mit Handschlag und kurzem Arm und dann, genau, ja, genau, nein, ganz normal. Nein. Er kommt immer wieder. Was ist denn das hier für ein Spiel, frage ich ihn, ey. Weil so wie du ausschaust, hat das nichts mit dem zu tun, weshalb du mir geschrieben hast. Schön, dass ihr alle hier seid. Ah. Mache ich. Voll die Tussi. Für diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Bobby Singer. Ihr habt vielleicht schon mal von mir gehört. Nichts außerhalb deiner Stalker-Aktionen gegen mich. Das war nicht meine Idee. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Und nimmt sich eine Schabe und steckt sich in den Mund. Nein. Steht noch am Telefon, am Smartphone. Es ist eins der neuesten übrigens, falls ihr darauf achtet. Knurpsel. 2008. Das hat der liebe Mitch sogar für mich rausge. iPhone 3G. Echt? In pink und weiß. So. Ja? Ich hoffe, ihr habt euch schon kennengelernt. Julia, Barkel, Elijah, Bobby. Sagst du uns jetzt zusammengefasst in einer Minute, worum es geht, oder kann ich nach Hause? Oh mein ich hätte noch Gott. Irgendwo, ich Lass wüsste noch, gehen. Wo vielleicht noch wo eine ja, Party steigt heute. Ich würde ja auch lieber andere Leute hier haben. Danke. Er guckt sowieso nur sie an. Ich gucke definitiv sie an. Ich habe nicht dich gemeint. Hm. Ich kann verstehen, warum. Dafür hast du nicht nachgelassen. So leider, durch die Auferstehung der Zeugen gibt es nicht mehr so viele von uns. Einige, wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben das Zeitliche gesegnet. Habt ihr die Auferstehung der Zeugen miterlebt? Ist irgendwas bei euch passiert? Naja, ich würde schätzen, du würdest es nicht mal merken, wenn die neben dir stehen. Ich glaube, ich war auf der Party. Sie haben halt mit ihrem Telefon beschäftigt. Ich habe gegoogelt, wo heute Abend was abgeht. In New Jersey, ja. Irgendwas über die Höllenpforten gehört, dass sie geöffnet wurden vor einigen Monaten. Ist das ein neuer Club? Oh Gott. Meinst du nicht, du dramatisierst das ein bisschen? Letzte Woche ist ein kleines Mädchen mit einem roten Cape durch den Park, durch den Liberty State Park gelaufen, mit einem Wolfskopf an einer Kette und hat Menschen abgemurkst mit ihren bloßen Händen. Ah, da war was in Nachrichten, glaube ich. Ich erinnere mich dran, dass ich da bestimmt auf Facebook einen Post gesehen habe, habe gleich weiter gescrollt. Fake. Ja, natürlich. Ne? Fake News. 2008 schon auf Facebook. So, du meinst also, Rotkäppchen ist in unsere Welt gekommen und fängt an, Leute umzubringen, ja? Genau das habe ich auch gedacht. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Es war nicht meine Idee, dass ihr hierher gekommen seid. Das war die von Cass. Und wer ist das jetzt? Oh. Der ist der Meinung, dass er... Und wer ist das jetzt? Bin ich hier plötzlich unsichtbar geworden oder ja, was? Ja, Moment. Und wer ist das jetzt? Hör erstmal zu und lass die Erwachsenen reden. Kleinen Augenblick bitte. Er ist der Meinung, er hat einen Hinweis gefunden um das 17. Siegel, das gebrochen werden soll, und zwar morgen hier in Jersey. Ich kram durch meine Tasche und frische meinen Lippenbalsam auf in der Zeit. Das kann ich blind, da brauche ich auch kein Spiegelchen dazu. Das Brechen des 17. Siegels soll verhindert werden. Ihr habt von den 600 Siegeln gehört? Sagt mir was. 600 Siegel versiegeln den Käfig von Lucifer in der Hölle. Ich muss ehrlich sein, ich habe deine E-Mails meist nur überflogen. Ne? Und wenn aber 66 so Siegel von ihnen gebrochen werden, kommt er frei und wandelt auf Erden. Und das wollen wir verhindern. Und jetzt sind wir schon beim 17. Ja, laut Cass. Also sind 16 schon gebrochen. Und wieso kommt er jetzt erst an? Weil es nicht so einfach ist herauszufinden, wo welche Siegel sind. Es gibt so viele Siegel, dass sie nicht alle rechtzeitig finden können. Hey. Nur Dämonen können Siegel brechen. Und sie versuchen es. Apokalypse und Pipapo. Das Apokalypse ist ein geiler Laden in... Ja, aber auf die Party, die hier losgehen würde, würdest du nicht gehen wollen. Oh, keine Ahnung. Du weißt gar nicht, auf welchen Partys ich schon war, du. Sag mal, muss sie tatsächlich hier sein? Und in der Ecke steht ein Typ. Durchschnittsgröße. Habt ihr noch nie vorher gesehen? Auch jetzt in dem Zimmer noch nicht? Jetzt im Zimmer seht ihr ihn jetzt. Ihr habt ihn nicht reinkommen sehen, ihr habt nichts gesehen, er steht dort. Durchschnittsgröße, ein bisschen wuschelige Frisur, so ein lockerer Schlips, ein langer Mantel.
drüber, hat einen ausdruckslosen Gesichtsausdruck. Und während er mit euch redet, schaut er auch manchmal so ein bisschen durchs Zimmer. Er schaut also selten jemanden direkt an. Ich bin etwas verdutzt. Und was antwortet er darauf, auf die Frage? Aber von nicht, Bobby? Aber nicht betäubt so. Sie ist wichtig. Also ich... Wichtig, wenn ich Modefragen hätte oder wichtig für die Mission? Aber ich kenne ihn. Hab ich ihn schon mal gesehen? Vielleicht hast du ihn schon mal gesehen. Aber mit ihm geredet hast du bestimmt noch nicht. Mein Name ist Castiel und ich bin ein Engel. Ja. Das wollten wir jetzt eigentlich mal lassen, ne? Das Thema. Das verwirrt die Leute nur. Reden wir da nicht weiter drüber. Das ist so, wie es ist. Sie wird uns noch beeindrucken. Wart's mal ab. Wer? Das, na du, das ist bestimmt nur so eine Masche. Pass mal, das wird voll die Kampfgurke sein oder so. Hast du mich gerade als Gurke bezeichnet? Alter Schwede, ich pack mein Telefon weg. Wow. Es geht schon los. Alle Rücken zurück. Bitte, Oma? Für ich wichtig bin. Ich muss mir überlegen, wofür ihr wichtig, wichtig seid. Um wahrscheinlich irgendwo anzurufen. Oh. Assistentin der Geschäftsführung. Ja. Müssen wir irgendwie gleich los, Bobby? Ich habe noch gar nicht gesagt, worum es geht. Ja, das drum. Dauert das noch ein bisschen länger? Das wird noch ein bisschen länger dauern. Ja. Ja, eine Pizza mit Salami und extra Käse und ich gebe die Adresse von dem Hotel durch. Zimmer 6. Jawohl. Will jemand was? Ganz ehrlich, ja. Ja, noch eine Salami. Rakel. Cass. Danke. Bobby. Aber danke, Cass bewegt sich überhaupt nicht. Das ist ihm zu blöd wahrscheinlich. Schaut nur. Und Bobby guckt definitiv genervt. Hunger? Ja. Das war's. Danke. So, nun Butter bei der Fische, während wir auf die Pizza warten. Cass. Am Tage des Samhain wird es geschehen. 6 werden kommen, 6 werden fliehen. Nach dem 19. Jahrhundert sind 6 nicht zu sehen. 6 werden fallen und anschließend gehen. Das ist der Hinweis. Das wird hier morgen geschehen. Am Tage des Samhain, das ist morgen. Halloween. Werden 6 fallen. Kommen und fallen. Wollt ihr euch das vielleicht aufschreiben? Aufstehen. Ja. So. Bleibt er bei uns, dass er uns das öfter mal wieder sagen kann? Das ist der Hinweis. Oh mein. Mehr kriegen wir nicht, ja? Es wäre eine gute Idee. Darf ich das nochmal hören, bitte? Es wäre eine gute Idee, wenn wir uns den Tatort anschauen. Dort, wo das Mädchen durchgedreht ist. Das Rotkäppchen war. Vielleicht finden wir einen Hinweis. Ich meinte das ernst. Darf ich das nochmal hören? Cass wird es gleich wiederholen, nicht wahr, Cass? Oh, cool. Leider kann ich aber nicht mitkommen. Das müsst ihr also alleine erledigen. Und ich hoffe, um unser aller Willen, dass ihr das auch macht. Also weißt schon, dass wir keine Bullen sind oder sowas. Es ist schon rübergekommen, ja? Ich bin ja schließlich auch kein Bulle. Ja. Ich bin genauso Jäger wie ihr auch. Eure Empfehlung kommt von Cass, nicht von mir. Jetzt gucke ich ihn merkwürdig an. Wir kennen auch diesen Park und so, ne? Ob ihr den kennt, das weiß ich nicht. Wart ihr schon mal in Jersey? Nein. Nein. Dann gib uns mal die Adresse. Jetzt fragt er jemanden aus Los Angeles, was soll ich denn hier? Ey? Einziger Grund, warum ich hier bin, weil diese E-Mails gespammt wurden ohne Ende und ich hatte irgendwie und auch, oder es ist doch so wichtig. Cass uns hinfahren. Der fährt nicht. Was? Cass guckt mit einem Blick, den man jetzt nicht unbedingt interpretieren kann, aber man würde sagen, es ist eher so ein Unverständnis. Achso, hast du keinen Führerschein, Cass? Nein. Er guckt nur. Und sollen wir jetzt, wenn wir irgendwas finden, wen sollen wir denn kontaktieren? Was? Na, ihr sollt den Fall lösen, ihr Trottel. Wir sollen verhindern, dass das Siegel gebrochen wird. Richtig. Ich meine, wenn wir jetzt... Wie sieht so ein Siegel aus? Das Siegel kann man nicht anfassen und man kann es nicht sehen. Das Siegel existiert nicht hier in dieser Welt, es existiert in der Hölle. Wenn die Dämonen gewisse Dinge tun, dann bricht so ein Siegel. Und davon sollen wir jetzt irgendwelche Leute abhalten, dass sie die nicht tun, diese Dinge. Selbstverständlich. Also fangen wir hoch. Wir sind die Einzigen, die die Menschheit davor schützen können. Sie laufen herum wie blinde, taube Kühe und kriegen nichts mit. Und Scheiß. Deswegen sind wir da. Für sowas sage ich eine angesagte High-Class-Party ab. Das gibt's nicht. Liberty State Park. Also vielleicht bist du dafür gut. Google es doch mal, damit wir die Adresse kriegen. Praktisch fangen wir Rotkäppchen und verhindern den Untergang der Welt. Mach ich, du bist doch Profi. Ja? Mach ich mit dem Geräusch, ja. So sieht's aus. Rotkäppchen fangen. Na, warum nicht? Machst du am besten mit einem Korb voller Kuchen und Wein, ne? Ja, oder mit einer alten Frau. Ja. Ohne die Blicke und dann weiterhin aufs Telefon.
googeln. Wie hieß der Park jetzt nochmal? Liberty State. Liberty State Park, ja. Weiß ich nicht, ne? Und wir haben nur bis heute Nacht Zeit, sagst du. Morgen. Wann ist das mit den Mädchen passiert? Morgen ist Halloween, das ist vor einer Woche passiert. Dann ist der Tatort auch nicht mehr abgesperrt, dann können wir da einfach so... Also schauen wir uns in diesem Liberty State Park um. Uhrzeit oder so? Das ist jetzt ein ziemlich vager Begriff. Am Tage des Samhain. Mhm. Cass, sag's nochmal. Am Tage des... Ich schalte das Telefon auf Aufnahme. Ja. Am Tage des... Oh Gott. Spiel's nochmal ab. Ja, ja. Am Tage des Samhain wird es geschehen. Sechs werden kommen, sechs werden flehen. Nach dem 19. Jahrhundert sind sechs nicht zu sehen. Sechs werden fallen, um anschließend zu gehen. Lustig. Wenn morgen Halloween ist und die ganzen Kinder verkleidet rumlaufen, mal gucken, wer davon Morden das Rotkäppchen ist. Vielleicht laufen nicht so viele als Rotkäppchen rum. Mit einem Wolfskopf. Ja, sehen wir dann ja, wer alles da so mit Kettensägen und Messern und einfach jedem in die Fresse schießen. Das ist das Problem noch erledigt. Ja, da wären wir auch ziemlich schnell wieder fertig. Ja, ne? Du kannst zu deiner Party gehen. Ja, ganz in Ordnung, ja. Haben wir eigentlich irgendwelche Waffen? So im Auto, Kofferraum? Keine Ahnung. Musst du doch wissen, ob du mit was... Sie kommt einfach erst mal in den Kofferraum. Oh, cool, da habe ich... Boah, ja, das wusste ich ja gar nicht. Mit Jeans und Shirt einfach irgendwo hin. Ach ja, das hier. Ja, ich soll die Welt retten. Ja, was mache ich das eigentlich? Ja, guck mal in deinen Kofferraum. Ach so, da hat mir irgendjemand was reingelegt. So. Dann... Da ist der Mitch heimlich nachts an ihr Auto geschlichen und hat ihr fette Waffen in den Kofferraum reingelegt. Fährst du vor? Ich habe überhaupt kein Auto. Ich bin mit dem Taxi hergekommen. Ich bin vorhin gelandet. Wir können mit meinem Auto fahren. Ich fahr aber mit meinem auf jeden Fall auch hinterher. Okay, fahr mit deinem Auto. Dann fährt sie bei dir mit. Fährst du bei den beiden mit oder bei mir? Bei dir. Überhaupt keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Fährst du da mit? Fährst du nicht selber? Doch, aber ich will sie nicht mitnehmen. Ich will sie auch nicht mitnehmen. Mal er soll sie mitnehmen. Auf dem Flugzeug war Scheißfressen und erstmal haben wir eigentlich noch ein bisschen zu warten hier, ne? Ach ja, auf unsere Pizza. Das hat doch ein bisschen Zeit. Die beiden hier lassen, wir fahren alleine los. Vielleicht wisst ihr denn genauso, was wir da suchen sollen. Ach, esst mal eure Pizza. Denn so? Weil ihr macht das doch schon öfter. Die ist ja noch nicht da. Die Gegend mal angucken, ob wir da noch irgendwas finden. Ach, wir fahren schon hin, oder? Ja, die sollen Pizza essen, lassen uns fahren. Sollen sie Pizza essen? Oh, dann können wir auch mit einem Wagen fahren, dann müssen wir wieder zurück, oder? Wir kommen mit, holen wir uns unterwegs was. Dann gehe ich raus direkt und gehe an Bobby und Cass vorbei. Raus und gehe zu dem Portier. Das habe ich. Ne? Und sag, ja, greif in meine Tasche und leg ihm $20 raus. Sag, ja, da kommen gleich zwei Pizzen. Für Zimmer 6 kannst du gerne haben. Geht auf mich die Runde. Knaller, dann komme ich zurück. Ich habe Bobby noch Tschüss gesagt. Ja, ich wollte noch Bobby noch eben auf die Schulter klopfen. So. Denk dran an meine Bezahlung, wenn ich das hier überleben sollte. Deine Bezahlung. Ja. Was bildet er sich eigentlich ein? Ja, ignoriere ich. Guck ich nur ein bisschen und gehe dann raus. Frage ich jetzt den Bobby, ja und ihr zwei Hübschen, ihr bleibt jetzt hier in dem Zimmer, oder was? Wie gesagt, ich habe andere Dinge zu erledigen. Eine Freundin hat mich angerufen, schon ewig nicht gesehen, ihr Mann ist verschwunden. Darum muss ich mich kümmern. Viel Spaß. Hier, nehmen Sie mit. Die mordenden Kinder müssen wir untersuchen. Er sucht einfach du nur. Du gehst aber noch nicht, ich muss dir gleich noch was sagen hier. Ja, viel Spaß dabei. Ja, so, vielen Dank auch. Bei wem fahre ich jetzt mit? Hast ein cooles Auto wenigstens. Oh, ist ganz voll. Magst du Milch trinken? Das ist voll. Nein. Mhm. Soll ich machen? Jetzt nicht ja, über den bitte. Tisch drüber spritzt. Wenn die noch so voll ist, dann flute ich hier den ganzen Tisch. Mach das. Wenn sie ganz immer. Voll ist, flutet sie. Was ist hier los? Mit einem Liter Milch. Hilfe, wir sind am Ertrinken, ey. Uns ist ein Liter Milch ausgekippt. Ich hätte da 2 Liter draus gemacht, dankeschön. Kriege ich den Deckel? Magic! Sie verrät uns schon was über ihren Charakter. Wo muss ich denn überhaupt hingucken? Welche Kamera zeigt denn zu mir? Sieht man gar nicht so ihr, ne? Servus. Herzlich willkommen.